Natürlich muss mehr Geld in diese Projekte gegeben werden, aber Geld ist nicht alles. Vor allem, glaube ich, brauchen wir den politischen Willen, dieses Thema Armut, Unterernährung, Kindersterblichkeit immer und immer und immer wieder, jeden Tag aufs Neue sozusagen als Priorität zu setzen. Nicht nur einmal im Jahr, wenn große Gipfel sind, daran zu denken, sondern uns immer klar zu machen, es gibt kein wichtigeres politisches Ziel, als zu vermeiden, dass Hunderte von Millionen von Menschen sterben an vollkommen vermeidbaren Krankheiten, an Unterernährung, an Armut, an Umweltproblemen. Hier in Deutschland mag es uns jetzt oberflächlich betrachtet sehr gut gehen. Das wird sich nicht immer so fortsetzen. Es kann uns auf Dauer nicht gut gehen, wenn es drei Vierteln der Welt so schlecht geht. Und ich glaube, dieses Denken immer wieder neu anzustoßen, dafür sind solche Kampagnen gut.